Herzlich willkommen, ich bin Martina Fuchs. In Kürze, das Jahr der Gesundheit. So beschreiben die Führungskräfte und Asset Management Experten der Bellevue Group das Jahr 2020. Eine Situation, bei der Flexibilität im Mittelpunkt steht. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Welt weiterhin einem Marktumfeld ausgesetzt ist, wie nie zuvor, das durch die Covid-Pandemie verursacht wurde. In einem ausführlichen Interview mit André Rüegg, CEO Bellevue Group, diskutieren wir die enormen Marktbewegungen und die Gesundheitsstrategien im Aufwind. Und wie die Bellevue Group, die beeindruckende Ergebnisse erzielt hat, einen Mehrwert für die Kunden bieten kann. Dies und vieles mehr, es kann losgehen. André Rüegg ist CEO der Bellevue Group mit Sitz in Küsnacht, die sich auf das Asset Management spezialisiert hat. Er gibt mir einen tiefen Einblick in mehrere Themen, die Herausforderungen an einen Asset Manager in turbulenten Zeiten, in einem noch nie erlebten Marktumfeld, verursacht durch die Covid-Pandemie. Und warum er 2020 als das Jahr der Gesundheit ansieht. Bevor wir beginnen, möchten wir darauf hinweisen, dass die Coronavirus-Regeln für diese Aufzeichnung von uns und vom Rest des Teams befolgt wurden. André, lass uns starten. Hallo, Martina. 2020, wir haben gesehen, dass es ein Marktumfeld war wie nie zuvor. Wir haben noch nie so etwas gesehen, verursacht durch die Covid-19-Pandemie. Wie hat die Bellevue Group denn dieses Jahr erlebt und gemeistert? Ja, in der Tat, 2020 war eine große Herausforderung für alle. Wir waren alle stark gefordert, privat, geschäftlich, auch menschlich. Und in einer solchen Situation, wo man nicht weiß, wie es ausgeht und wie lange das es geht, ist Flexibilität gefragt. Oder? Da musst du dich laufend neu anpassen und ausrichten. Das ist anstrengend. Geht auch schon lange genug. Aber wir haben dann im Laufe der Zeit auch gesehen, dass dies für uns auch Chancen bietet. Zum einen versuchst du ja, die Mannschaft zu schützen, die Kunden zu schützen, deine Familie, deine Verwandten und deine Nächsten. Und gleichzeitig versuchst du ja, dein Geschäft weiterzutreiben. Was uns sicher Mut gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir im Gesundheitssektor sehr viel Expertise haben. Und diese Expertise hat uns sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis geholfen, etwas Ruhe zu bringen, weil wir haben ein etwas besseres Verständnis von dem, was da abgeht. Und wir konnten dann mit diesen Fähigkeiten auch unsere Kunden und das Umfeld mit Rat und Tat unterstützen. Und das motiviert natürlich. Ja, und insgesamt ist die Sensibilisierung und Anerkennung für den Gesundheitssektor und dass wir auch anerkannt wurden als Experten für das, was wir tun, konnten wir profitieren, auch auf der Anlageseite. Trotz Pandemie und schwierigem Marktumfeld ist es dann Ende Jahr gelungen, unsere Marke von 12 Milliarden an verwalteten Vermögen zu überschreiten. Und das ist neuer Rekord. Von welchen Entwicklungen warst du denn im 2020 überrascht und wo siehst du Verbesserungsmöglichkeiten bei der Bellevue Group? Ich denke, zunächst müssen alle eigentlich erkennen, dass diese Pandemie in unserer Region mit der uns aktiven Generation ist völlig neuartig für uns. Oder? Ich glaube, in unseren Breitengraden und in unserem Alter, die letzte Pandemie, die hier in der Schweiz und Kontinentaleuropa stattgefunden hat, die geht 100 Jahre zurück. Das heisst, etwas Neues, das Unerwartete, das Unbekannte und auch das Ungewisse, was kommt als Nächstes, das macht zunächst Angst. Oder? Und hinzu kam natürlich im Frühling, im März, hatten auch die Märkte korrigiert. Also in wenigen Tagen ist unser Geschäft um 20%, 25%, 30% eingebrochen. Und man weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann muss man versuchen, dieses Geschäft zu schützen. Also nicht nur die Leute, sondern auch das Geschäft. Wir wollten ganz bewusst keine Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen. Wir sind privilegierte Menschen und wir dürfen in einem Unternehmen arbeiten, das auch sehr privilegiert ist. Und dann macht man das nicht. Und trotzdem muss man Kosten sparen.
Wir wollten keine Leute entlassen, das haben wir dann auch nicht gemacht. Und dann, ja, dann spart man, was man kann, inklusive die eigenen Löhne. Die Akzeptanz war groß und das hat funktioniert. Ebenso überrascht waren wir dann, dass es doch relativ rasch zu einer Erholung gekommen ist. Weil wir eben genau in diesem Gesundheitssektor tätig sind, hat uns das extrem geholfen. Wir hatten großen Rückenwind mit Gesundheitsaktien. Das hat uns Mut gemacht. Aber nicht nur im Gesundheitsbereich. Wir haben gesehen, einen Bereich, den wir vor ein paar wenigen Jahren neu geschaffen haben, das Anlegen in Privatmarktanlagen, hat sehr gut funktioniert. Wir investieren im Gesundheitsbereich in der Schweiz mit Kleinunternehmen, die neue Medikamente entwickeln. Da konnten wir tolle neue Firmen finden. Und auch im Bereich, wo wir mit Minderheitsbeteiligungen im mittelständischen Bereich der Schweiz Unternehmen suchen. Dort konnten wir eigentlich ein halb Dutzend sehr gute Deals realisieren. Und dann haben auch die Mannschaften sehr, sehr gut gearbeitet. Ich habe das gefragt, was können wir besser tun? Das Gespenst der Digitalisierung, oder? Das ist lange ein Gespenst und dann plötzlich wird es Realität. Oder? Also das Thema Pandemie war ein veritabler Digitalisierungskatalysator, auch für unser Unternehmen. Ja? Dann muss man dann relativ rasch von On-Site zu Off-Site, physisch zu Online und alles Mögliche machen. Das haben wir eigentlich recht gut gemacht. Die Mannschaft und die Organisation hat sehr agil reagiert. Wir haben diese neue Challenge eigentlich angenommen und vieles richtig gemacht. Aber ich denke, wir können und müssen noch mehr in der Hinsicht tun, weil die Digitalisierung wird jetzt uns nicht mehr loslassen. Wie und mit welchen Strategien konnte Bellevue Group denn Mehrwert schaffen für die Kunden? Ja, ich darf insgesamt sagen, dass wir in nahezu allen Geschäftsbereichen und Anlagestrategien im vergangenen Jahr Wert für unsere Kunden und Aktionären großen Wert schaffen konnten. Oder? Klar, im Healthcare-Bereich unterhalten wir 12 Strategien weltweit. Und in US-Dollar gerechnet haben die 12 Anlagestrategien zwischen 17% und 68% performt. Absolut. Oder? Ist sehr stark. Und auch im Vergleich zu den Konkurrenzen und den Vergleichsindizes haben wir extrem gut gearbeitet. Ich denke, das ist wirklich Mehrwert. Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon angesprochen. Generell hat uns dieses gesteigerte Marktbewusstsein für den Gesundheitssektor aufgrund unserer starken Positionierung in diesem Sektor extrem geholfen und sehr viele Neukunden gebracht. Und wir waren da gewissermaßen in einem Sweet Spot. Und das macht stets halt Mut für mehr, oder? Wenn man weiß, dass man in der richtigen Ecke ist. Wir sind auch überzeugt, das Thema Gesundheit ist nicht nur für dieses Jahr von Relevanz. Du siehst auch diese anhaltenden und langfristigen demografischen Trends werden natürlich diesen Sektor weitertreiben. Und deshalb sind wir überzeugt, dass langfristig hier auch überproportionales Wachstum im Spiel ist. Und schön, dass wir da dabei sind. Erstens müssen wir damit rechnen, dass dann auch mal Rückschläge kommen, oder? Kurz- bis mittelfristig. Die Märkte sind doch einiges ausgereizt. Und das Zweite ist auch klar. Die Leute möchten dann irgendwann auch über etwas anderes sprechen und denken als über Gesundheit. Man sehnt sich aber auch nach anderen Themen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema Pandemie, Gesundheit hat alles etwas überlagert. Und es gibt ganz viele globale Themen, die in der Zwischenzeit etwas untergegangen sind. Und das müssen wir beachten. Wie können Sie denn sicherstellen, dass diese eindrückliche Performance keine Eintagsfliege bleibt? Ja, also, Dina, langfristig zu performen ist kein Zufallsprodukt, oder? Vom Glück alleine kann man nicht leben. Vielleicht in einem Jahr, in einem anderen. Aber wenn man da das Geschäft langfristig und nachhaltig bauen will, dann braucht es Systematik. Oder? Ich denke, man muss zunächst versuchen, die richtigen Themenwahl zu treffen, dann eine geschickte Anlagestrategie entwickeln, einen soliden und auch sehr stetigen Anlageprozess zu entwickeln. Und dann geht es noch um Menschen. Oder? Unsere Anlagestrategien die kommen nicht aus der Maschine, sondern sie sind menschengemacht. Und dafür braucht es Leute, Expertise, Erfahrung.
und etwas glückt. Und alles in allem brauchen Sie einfach eine gute Anlagekultur, oder? Und ich glaube, wir haben alle diese Ingredienzen, deshalb glauben wir doch langfristig, das machen zu können. Und den Beweis haben wir eigentlich schon lange Zeit angetreten. Unsere Anlagestrategien, die leben seit über 10 Jahren, oder? Und die haben sehr kontinuierlich gearbeitet. Dani Kohler mit seinem Biotech-Team, Baby Biotech, ist seit 27 Jahren unterwegs. Also wir haben also nicht die DNA einer Eintagsfliege, die dafür programmiert ist, leider in einem Tag zu sterben, sondern wir sind da auch, um langfristig das weitermachen zu können. Was auch wichtig ist, wenn du neue Dinge machst, oder, die eben diesen Leistungsausweis nicht haben, dann musst du auch diesen Nachweis bringen. Und wir haben jetzt gesehen, die Konzepte, die wir vor 2-3 Jahren auch entwickelt haben, im Bereich Digital Health oder für den UK-Markt entwickelten Strategien, die haben super funktioniert und wir konnten auch dieses Versprechen eigentlich halten. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass du ein Unternehmen bauen kannst und eine Organisation, die sehr stabil funktioniert. Das erwarten auch die Anleger. Wenn du den Glauben entwickeln musst, dass du aus der vergangenen Performance auch in Zukunft etwas tun können, dann brauchst du Stabilität. Ja? Die Teams müssen stabil sein und sehr kontinuierlich arbeiten können. Und wir haben jetzt in den vergangenen 10, 11, 12 Jahren eigentlich kaum Leute verloren, aber sogar immer mehr neue Talente dazu gewinnen können. Oder? Und das zeigt schon, dass wir da etwas Anziehungskraft haben. Und was auch wichtig ist, etwas, was uns auszeichnet, ist, wir glauben an das, was wir tun. Und das hat zur Folge, dass wir auch mit dem Geld, das wir verdienen, in die eigenen Produkte und ins Unternehmen investieren. Oder? Wir nennen das in Allsächsisch «We eat our own cooking». Oder? Also, was wir selber kochen, das essen wir auch. Und das ist gut, weil das führt zu einem Alignment zwischen den Interessen der Anleger, der Aktionäre und unseren eigenen Interessen. Und deshalb ist eigentlich die Produktqualität und die Innovation für uns eigentlich oberstes Gebot. Ja. Die Bellevue Group hat in den letzten Jahren stark das Geschäftsmodell fokussiert. Zahlt sich denn diese Konzentration auch aus, ebenfalls in der Zukunft? Ja, selbstverständlich. Ja, von dem sind wir überzeugt. Die Ausrichtung auf das Asset Management war für unsere Gruppe eigentlich nicht neu, sondern bestand schon. Wir haben vor 10, 11, 12 Jahren haben wir uns entschieden, dieses Geschäft noch stärker in den Fokus zu stellen, mit dem Ziel, unsere Gruppe auf ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erträgen zu bauen. Oder? Früher war es sehr transaktionsabhängig und jetzt wollten wir etwas haben, das Stetigkeit bringt, das macht das planbar. Das haben wir gemacht. Und es ist ja typisch, dass man sich auf das fokussiert, was man eigentlich vorhatte und wenn es dann funktioniert hat, umso besser. Oder? Ich denke, wir haben diesen Transformationsprozess haben wir abgeschlossen mit dem Verkauf der Bank an Bellevue im vergangenen Jahr. Und jetzt ist Bellevue ein reiner Asset Manager. Die Attraktivität besteht eigentlich darin, dass das Geschäftsmodell hoch skalierbar ist. Die Produkte, die wir bauen, haben aufgrund der hohen Standardisierung, auch rechtlich, die Möglichkeit, das international transportfähig zu machen. Ja, ich kann das fast überall verkaufen, was wir tun. Und es braucht relativ wenig Kapital, um ein derartiges Geschäft zu betreiben. Das macht es extrem attraktiv. Ich bin jetzt da 25 Jahre in dieser Branche tätig. Und das hat den Grund, dass ich dann drin verblieben bin. Asset Management ist ein fantastisches Business. Ich glaube, die Challenge ist, dieses Geschäft erfolgreich zu betreiben in allen Phasen, Pandemie hin oder her, und das auch zu erhalten. Ich glaube, das macht es spannend und ich glaube, wir sind da in der richtigen Ecke. Wo sehen Sie denn das größte Weiterentwicklungspotenzial der Gruppe in der Zukunft? Ja, ich denke, im Verständnis unseres Geschäftsmodells wissen wir, wo die Wachstumstreiber sind. Und in unserem Fall ist es klar, die Anlageperformance ist eines der wichtigen Elemente. Das zweite ist die Gewinnung neuer Kunden.
in bestehenden und auch in neuen Märkten. Und das Dritte ist, man darf nie stehen bleiben. Ja? Innovation, Weiterentwicklung von Ideen ist stets gefragt. Vielleicht zum ersten Punkt. Wir haben ein sehr attraktives Produktangebot. Gesundheit hat uns geholfen. Wir haben auch andere Dinge, die haben sehr gut funktioniert. Wir glauben, also, alleine mit dem, was wir haben, sehr stark weiter wachsen zu können. Wir nennen das «Grow with the products». Oder? Was wichtig ist dabei, ist, dass wir die Produktqualität aufrechterhalten, weil sonst können wir das nicht gewinnen, dieses Rennen. Und deshalb investieren wir laufend in Teams und neue Talente. Das Zweite zum Thema Kunden. Wir haben in den wichtigsten Kernmärkten, das ist die Schweiz, das ist Deutschland und auch vermehrt der UK, sehr viele neue Kunden gewonnen und auch sehr viel Anerkennung genommen. Und wir denken, dass wir dort noch ganz großes Potenzial haben, weil wir den Markt noch nicht wirklich tiefgreifend penetriert haben. Aber auch in europäischen Nebenmärkten kommen wir sehr gut voran. Österreich, Benelux, Spanien ist sehr gut gelaufen und auch etwas in Italien. Auch dort sehen wir eigentlich noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial. In Asien, da haben wir uns bislang etwas zurückgehalten. Wir waren klein. Asiatische Käufer, die kaufen eben gern große Marken. Wir sind eine gute Marke, aber keine große oder noch nicht. Aber die Produktgröße und das Erlangen einer kritischen Masse, die wir jetzt erreicht haben, erlaubt es uns, auch in diesen Markt einzugehen. Und das hat auch im vergangenen Jahr in seinen Anfängen recht gut funktioniert. Und da orten wir hohes Potenzial. Ich habe es schon auch angesprochen, ich glaube, weiteres Potenzial entsteht eben auch, wenn man neue Ideen aus der Erfahrung entwickelt. Oder? Es gibt ganzen Haufen ganz tolle Trends. Aus Markt- und auch Diversifikationsüberlegungen haben wir das Thema Privatmarktanlagen vor 2 Jahren begonnen, etwas zu erschließen. Nicht nur im Healthcare-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Und da glauben wir auch als Kleinanbieter mit guten Nischen sehr viel gute Ideen entwickeln und Potenzial zu erschließen. Wie ich anfangs gesagt habe, Gesundheit ist ein Thema, das wird bleiben. Aber ich glaube, es gibt ganz andere, sehr, sehr spannende Themen auf globaler Ebene, die die Leute auch umtreiben und interessieren. Wir werden unser Augenmerk auch in diese Richtung ausrichten, die Augen aufpassen, aufhalten. Technologie ist ein Thema, Umwelt ist ein großes Thema. Und ich glaube, vermehrt auch verantwortungsbewusstes Anlegen. Und das müssen wir auch annehmen. André, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview und alles Gute für die Zukunft. Ja, danke vielmals. Sehr gerne, Martina.